Hallo YouTube und Anime-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen die ersten zwei Volumen des Anime Future Boy Conan aus, eine Serie von Hayao Miyazaki. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der Herr sollte euch bekannt sein, so Studio Ghibli. Und ich liebe Studio Ghibli und das ist wohl eines seiner frühen Werke, die ich so nie wirklich mitbekommen habe. Ich habe mal irgendeine Animania da was drüber gelesen, aber so die Serie total aus den Augen verloren. Ich weiß auch nicht, ob es die mal auf Deutsch gab. Auf jeden Fall wird sie jetzt durch den Publisher Polyband Anime vertrieben und die habe ich mir jetzt gekauft. Leider nur auf Blu-ray. Erstmal DVD und Blu-ray angekündigt, weil ihr wisst, ich bin jetzt nicht so speziell der Blu-ray-Sammler. Hier und da mache ich mal eine Ausnahme und kaufe da mal was, aber eigentlich bin ich DVD-Sammler, weil mir das reicht. Jeder wie er mag, wie ich immer sage. Aber gut, jetzt habe ich hier mal zugegriffen und wir gucken uns das erste Volumen an. Das ist im Juli, glaube ich, schon erschienen. Limited Edition Volume 1 mit Sammelschuber. Kommt in diesem Blau mit diesem Schiff mit den zwei Charakteren drauf. Ich weiß auch nicht, wie die Charaktere heißen. Ich habe mich da nicht so beschäftigt mit. Ja, Polyband Anime ist der Publisher. Und ihr seht schon, es ist ein Klassiker. Also, ich weiß nicht, aus welcher Jahreszeit der Anime ist. Ich glaube, 80er Jahre war es gewesen. Und ich liebe ja so alte Serien und deswegen habe ich sie mir jetzt auch gekauft. Deutsche Home Entertainment Premiere mit 4K Digital Restaurierung und neu erstellter deutscher Synchronfassung. Also gab es diesen Anime schon mal auf Deutsch? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Das Regiedebüt von Studio Ghibli Gründer und Oscar-Gewinner Hayao Miyazaki, Chihiros Reisen ins Zauberland, ist ein Meilenstein der Anime-Geschichte. Future Boy Conan basiert auf dem Roman The Incredible Tide von Alexander Kay. Volumen 1 mit den ersten 7 Episoden als limitierte Fan Edition im Sammelschuber Volumen 1 bis 4, also kommen noch 3 Volumen dann, beziehungsweise jetzt noch 2. Sprachen haben wir Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, Tonformat ist DTS HD 2.0, Bildformat ist 4 zu 3, beziehungsweise 1,33,1, also ihr habt links und rechts schwarze Balken. Disktyp ist Blu-ray 50, Ländercode, dann haben wir eine Laufzeit von ca. 196 Minuten, 7 mal 28 Minuten und Genre ist Anime und freigegeben ist es ab 12. Voll HD 1080p. So. Holen wir das gute Stück mal raus. Da war ein bisschen Staub dran. Ein neutraler Lückenfüller. Hier. Was ich immer okay finde, weil, wenn hier ein schönes Motiv drauf ist, dann kann man sich das ins Regal stellen, aber viele werfen das auch weg und ich finde das so schade zum Wegwerfen. Der Schuber ist schön hart. Dann haben wir hier die Blu-ray, die sieht so aus. Ich weiß nicht, wie der junge Mann hier heißt. Conan wahrscheinlich. So. Dann haben wir ein Wendecover. Ein Werbe, das gucken wir uns gleich auch mal an. So sieht die Blu-ray aus. Schön gestaltet, auch zwar in Blau, aber immerhin so in dieser Schattierung mit den Charakteren. Na, ich krieg's nicht raus, es klebt so fest, jetzt habe ich es hingekriegt. So, dann ohne Flatschen. Das sieht dann so aus. Dann haben wir hier, oh, jetzt habe ich fast die Kamera umgehauen. Ein Produktkatalog mit mehreren Anime. Ich muss ja ehrlich sagen, so viele neue Anime kaufe ich mir gar nicht. Ich kaufe eher nur noch Retro-Serien. Infinity Stratos, Volumen 1 auf DVD und Blu-ray. Ich glaube, da haben viele drauf gewartet, auf diesen Freezing. Ich habe keine Ahnung, sieht nach so einem Action-Fanservice-Anime aus. Kann ja auch sein, dass ich mich da vertue. Den habe ich noch gesammelt. Der sagt mir gar nichts. Sieht aber auch interessant aus. Gerne, wenn ihr die Serien gesehen habt, könnt ihr mir da schreiben, wie ihr die Serien gefunden habt, könnt ihr mir empfohlen. Die habe ich auch. Habe ich die damals ausgepackt? Das weiß ich gar nicht mehr. TMS. Megalon Box. Ja, hier den Shin-Chan-Film. Da bin ich mir ja überlegen, ob ich mir den noch kaufen soll, weil einige meiner YouTube-Kollegen haben gesagt, der wäre nicht so gut. Aber durch Shiriro Maruko-chan hieß das so, ja. Und das Spiel von Shin-Chan habe ich irgendwie Bock auf die Serie bekommen, beziehungsweise ist ja der Film hier. Hier ist ja die Serie mit einer neuen Synchro. Da bin ich ja auch am überlegen, ob ich mir die mal holen soll. Ich würde sie gerne nochmal gucken. Beziehungsweise sind ja die neuen Folgen, glaube ich, oder die alten. Die neuen Folgen und die alten Folgen gibt es, glaube ich, auch in neuer Synchro, glaube ich. Irgendwas, schreibt schon gerne in die Kommentare, ob ihr es weiß.
Soll ich es mir holen oder nicht? Ihr entscheidet mal in diesem Fall. Dann haben wir die ganzen Pokémon-Filme. Der Film, den habe ich damals im Kino mit meinem Bruder gesehen. Der war auch, das ist auch der beste Pokémon-Film. New und Mewtwo. Und die anderen Pokémon-Filme habe ich bestimmt hier und da mal gesehen. Ich habe noch den alten Ash. Ja, sehr viel Pokémon, aber auch der Werbekatalog sehr hochwertig, wie ich finde. Mewtwo schlägt zurück. Ich glaube, den habe ich auch gesehen. Geheimnis des Dschungels. Ach, Pokémon ist das auch. Ja, und dann haben wir hier die TV-Serie. Ich liebe die erste Staffel, aber dann hat es mich verloren wegen Digimon damals. Naja, anderes Thema. Und dann haben wir das Volumen 2. Das ist, glaube ich, gestern am 25.08. erschienen. Limitiertes Fan Edition mit Artbook. Und da haben wir ein Mädchen drauf. Studio Nippon Animation, Regie Hayao Miyazaki, Nippon Animation. Nippon Animation hat auch so viele Serien rausgebracht, so Klassiker, die bei uns noch gar nicht erschienen sind. Die gibt es aber in Italien und in Frankreich. Und da hoffe ich ja immer noch, auch nur in Japan exklusiv, glaube ich, dass der ein oder andere Publisher ein bisschen Geld in die Hand nimmt und uns die Serien noch auf DVD und Blu-ray bringt. Ich liebe diese alten Serien. Ja, hier haben wir auch Sprachen Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, Tonformat ist DTS HD 2.0, Bildformat ist 4 zu 3 bzw. 1,33,1, Blu-ray-Typ ist 50, Nendercode 168 Minuten, Laufzeit 6x28 Minuten, Genre Anime, Voll-HD 1080p, FSK 12 und hier steht noch Gewalt und Bedrohung, sehen wir hier. Und ja, jetzt ist die Frage, kriegen wir in dieser Box, in diesem Schuber auch das Artbook mit rein? Hat Polyband da mitgedacht? Oder nicht, wobei, doch, man könnte es glaube ich so reinschneller nehmen. Gucken wir uns erstmal die Blu-ray an, Volumen 2. Ich weiß nicht, wie das Mädchen heißt. Dann haben wir das Mädchen so mit diesen Skizzen drauf. So. Lege ich mal hier hin. Dann holen wir uns mal das ab. Das hat so ein, nehmen wir das Pergamentpapier, so fühlt sich das an. Die Rückseite, also gucken wir doch mal rein. Sieht aus wie Bösewichte, würde ich sagen hier. Oder die gehören zu denen. Das sieht aus wie so ein Professor. Ich kann es euch nicht sagen, ich habe den Anime nicht gesehen. Ach ja, sollte euch der Anime interessieren, wenn ich einen Trailer finde, verlinke ich euch diesen natürlich schon in der Videobeschreibung, wie auch weitere Informationen. Außerdem verlinke ich euch auch da die ersten zwei Videos zu Amazon, wo ich aber nichts dran verdiene. Aber sowas finde ich mal schön mit Skizzen. Sieht echt schön aus. Wenn ich euch zu schnell bin, pausiert es bitte. Gerade hat mein Magen, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Und wenn ihr den Anime schon gesehen habt, wie ist die deutsche Synchro? Und schreibt mir auch gerne in den Kommentaren, gab es den schon mal auf Deutsch? Weil ihr mir nichts sagt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass die Serie mal im TV gelaufen ist. Wenn, dann vor meiner Zeit, also. So. Wenn ich so gucke, das Charakterdesign, wie mit diesen Herren, mit diesen, ich sag jetzt mal, Hauben hier. Und auch die Flugzeuge erinnern mich ein bisschen an das fliegende Schloss war es gewesen, ne? Den Piraten da, die aber eigentlich gut gewesen sind. Von Studio Ghibli, der Film. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Duftet auch ganz gut. Nach Druck. Noch ein bisschen schneller. Ein Panzer. Das ist das Schiff, glaube ich, von den zwei Kindern.
Schick. Und das war es auch schon. Ja, falls ihr den Anime schon geguckt habt, gerne eure Meinung zur Synchro mir gerne beantworten. Gab es die Serie schon mal auf Deutsch? Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit. In meinem Kommentar-Like würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, je nachdem, wie ihr das Video sehen solltet. Und sag auf Wiedersehen. Bis dann, euer Gavatrons. Ciao.